Nach ihrer Gründung im Jahr 2008 stellt die Freie Grundschule Riestedt seit nunmehr 15 Jahren eine Alternative zur staatlichen Schulform dar. Träger der aber staatlich anerkannten Schule ist die Freie Grundschule Riestedt GmbH, die sich um alles Organisatorische kümmert. Dazu gehören neben dem Unterricht auch zahlreiche außerschulische Aktivitäten, die den Kindern angeboten werden, aber auch Projekte, wie beispielsweise die Grill-Ninjas, die an diesem Tag im Mai 2023 auf dem Schulhof aufgebaut haben, um mit den Kindern der vierten Klassen gemeinsam zu kochen. Sie, also die Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen, waren bislang die Ältesten im Haus. Doch das hat sich nun geändert. Ja, also heute startet ja ein schönes Projekt an der Grundschule. Wir sind aber gewachsen. Seit 2020 gibt es jetzt auch eine Sekundarschule. Es war der Traum der GmbH, die Grundschule ganz einfach fortzusetzen. Und seit dem Jahr 2020 existieren wir mit einer fünften Klasse. Mittlerweile haben wir eine fünfte, eine sechste und eine siebte Klasse. Im nächsten Schuljahr haben wir dann bereits schon zwei fünfte Klassen. Wir sind ja eine freie Schule, das heißt, wir haben einen Träger, unterliegen aber allen Erlassen und allen Vorgaben des Landes Sachsen-Anhalt, können uns aber an vielen Stellen dann doch anders entwickeln. Wir haben Dinge, bei denen wir uns an den Jena-Plan orientieren. Wir arbeiten projektorientiert. Wir evaluieren immer regelmäßig und gucken, was können wir verändern, was können wir verbessern. Wir werden im nächsten Schuljahr wieder etwas verändern. Wir werden unsere Freiarbeit erweitern und werden den ganzen Freitag als Freiarbeit nehmen. Aber vorher ziehen wir in unser neues Gebäude, worauf wir uns sehr, sehr freuen, was schon in der Endphase der Produktion ist und was uns ganz besonders stolz macht. Wir haben in der vorigen Woche eine schulfachliche Prüfung bekommen. Die ist ganz wichtig auf dem Weg zur staatlichen Anerkennung der freien Sekundarschule. Und die haben wir fehlerfrei überstanden. Darauf haben wir gestern im Kollegium auch angestoßen, weil es ja eine Arbeit aller Kolleginnen und Kollegen ist, die dazu beitragen. Und wir hoffen, dass wir diese gute Arbeit weiter fortsetzen können. Und ich denke, das schlägt sich auch darin nieder, dass wir ganz, ganz viele Bewerbungen von Kindern aus staatlichen Schulen haben, die dann doch einen anderen Unterricht möchten, in einer anderen Art und Weise. Es gibt auch Eltern, die möchten das. Da pflegen wir eine ganz enge Zusammenarbeit mit den Eltern. Und ich denke, dass wir uns auch einen recht guten Ruf erarbeitet haben, was auch dazu führt, dass wir immer wieder auch Lehrer haben, die bei uns vor der Tür stehen und fragen, ob sie mitarbeiten dürfen. Man muss aber natürlich bereit sein, engagiert mitzuarbeiten, sich diesen Veränderungen auch gegenüberzustellen, Fleiß aufzubringen, Engagement. Aber wir pflegen eine gute und herzliche Zusammenarbeit. Zur gemeinnützigen GmbH, dem Träger der Schule, gehört übrigens auch ein gut funktionierender Hort. Eine Schulküche, in der täglich frisch gekocht wird, und sogar eine Fleischerei, deren Produkte in einem angegliederten Hofladen verkauft werden. Die Geschicke der GmbH leitet Geschäftsführer Dennis Vogler. Herr Vogler, wir stehen jetzt vor dem neuen Gebäude. Wann wird das denn fertig? Also planmäßig ist jetzt zum neuen Schuljahr, sag ich mal, angesetzt. Und wir sind jetzt auch schon in vollem Gange und haben auch schon die Eltern mit einbezogen, die sich auch mit einbringen wollen und da auch die Räumlichkeiten herrichten, malern, spachteln, was eben alles so jetzt noch anfällt, was wir selber auch machen können, was wir verantworten können eben auch. Der Bau war ja sicher an sich schon teuer genug und das ist ja toll, wenn da die Eltern mithelfen. Ja, ohne die Elternarbeit, mit Verantwortung der Eltern funktioniert so eine Schule einfach überhaupt nicht. Das war früher schon so gewesen, dass da jeder mit angepackt hatte und sein Können, seine Fähigkeiten mit eingebracht hat und das ist auch heute nicht anders. Natürlich, ein wichtiger Punkt fehlt noch, das ist die Zulassung. Darauf warten Sie ja im Moment nicht. Also wir haben ja jetzt die staatliche Anerkennung beantragt und warten jetzt sehnsüchtig auf den Bescheid. Das schulfachliche Votum ist schon durchlaufen und soweit okay gewesen. Aber wie gesagt, jetzt warten wir noch auf den endgültigen Bescheid vom Landesschulamt, Landesverwaltungsamt, um dann pünktlich auch hier starten zu können und auch die Zuschüsse vom Land zu erhalten. Doch noch einmal zurück zu den Viertklässlern, die sich ja an diesem Vormittag in Grill-Ninjas verwandelt hatten. Neben Flammkuchen und Kidneybohnenburger gab es auch einen Nachtisch. Alles von den Kindern, natürlich mit Unterstützung, selbst zubereitet. Mit Freude dabei war auch Bennett aus Sangerhausen. Also wir machen Flammkuchen und ich finde es halt mal toll, dass wir lernen, wie man was kocht und auch mit zusammen, das freut mich. Ja, und auch mit meinen Freunden kann man das zusammen machen. Wir lernen
da richtig viel dabei, denn ich wusste nicht, wie man so einen Gemüseburger macht oder halt Flammkuchen. Und da fährt kochst man du halt zu Hause viel. Auch? Ja, ich koche jede Woche für meine Mama. Sehr gut. Es ist halt mal was Neues, statt immer nur Mathe, Deutsch und halt andere Fächer kann man halt hier Spaß haben am Grillen und kann dann halt was Leckeres essen. Möglich war das Projekt freilich nur mit Unterstützung der Sparkasse Mansfeld-Südharz. So kam Thomas Reitzenstein, Filialleiter in Sangerhausen, persönlich vorbei und hatte sogar noch für jedes Kind ein kleines Geschenk im Gepäck. Die jungen Köche waren begeistert und ließen sich die selbst zubereiteten Speisen im Anschluss gut schmecken.